Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Werbeblock. Ich habe nämlich noch versprochen, dass ich für meine Harzführung, die ist ja ab diesem Jahr neu, noch ein bisschen was erzähle, wenn ich dann konkret sagen kann, wo denn überhaupt noch Wald vorhanden ist im Harz. Ja? Das ist ja gar nicht so trivial. Je nachdem, wo man da unterwegs ist, muss man den Wald ja tatsächlich ein klein wenig suchen. Und das wollte ich im Wesentlichen einfach noch schnell machen. Wirklich ein vergleichsweise kurzes Video für meine Verhältnisse. Nämlich, was erwartet uns so ein bisschen auf der Harztour. Vielleicht erstmal so ein paar organisatorische Sachen. Das ist eine der Flächen, streckenmäßig ist sie so im Mittelfeld anzuordnen. Von meinen bisherigen Gruppenführungen, die ich so gemacht habe, sind, ich glaube, 9 oder 10 Kilometer. Mit Option auf 11 Kilometer. Wie ich das am blödesten löse, weiß ich noch nicht. Kann ich euch ja auch mal kurz erzählen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt noch einen Punkt auf der Exkursion, der super spannend wäre, wo man total toll noch hinlaufen könnte und da gäbe es Tolles zu sehen. Leider wird es dann zu weit. Ja. Und der Weg hin zu dem Punkt ist recht unspektakulär. Man müsste also hinlaufen, feststellen, oh ja, hier ist toll, dann wieder einen Kilometer zurücklaufen und dann wäre man erst wieder auf der normalen Exkursionsroute. Daher, ich kriege das irgendwie nicht wirklich integriert, wäre aber trotzdem lustig. Ich weiß es noch nicht. Ja, wenn man dann sagt, die Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, mögen kurz hier warten, der Rest rennt da jetzt wie bekloppt schnell hin, guckt sich das an und rennt wie bekloppt wieder zurück. Also für die körperlich bitten. Vielleicht schlage ich mal vor. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da wirklich noch ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, daran könnt ihr merken, Tour ist neu. Ja, aber 9 bis 10 Kilometer so regulär. Höhenmeter, die fühlen sich nicht so schlimm an wie auf manch anderer Tour, sind aber sowas um die 250 insgesamt. Also rauf und wieder runter. Startpunkt ist gleich Endpunkt. Das heißt, alles, was wir hochgehen, müssen wir auch irgendwie woanders wieder runtergehen, ne? Und Führungsdauer wird wie bei all meinen Führungen sowas um die 6 Stunden sein. Meine Frau macht es inzwischen so, dass sie in den Infos zur Tour nach erfolgter Anmeldung schreibt, 6 Stunden, beziehungsweise es ist halt ein ganzer Tag, eine Tagestour. Ihr solltet möglichst an dem Tag nicht noch irgendwas vorhaben. Ja, sicherheitshalber. Allerdings, Tatsache ist, wenn ich 6 Stunden Zeug erzählt habe, dann ist bei mir irgendwann auch mal Schluss. Dann reicht es mir dann auch. Ja, an der Stelle möchte ich noch kurz anmerken, also weder quatsch ich 6 Stunden ununterbrochen, noch muss man mir unbedingt 100% der Zeit zuhören. Man kann mich also auch durchaus leiser schalten, wenn es mal ein bisschen zu viel wird und das Hirn ein bisschen Pause braucht, indem man den Abstand zu mir vergrößert. Dann werde ich immer leiser und leiser und irgendwann hört man mich nicht mehr. Ja, und wenn das Hirn sich wieder so weit erholt hat, dann kann man den Abstand wieder verringern und dann werde ich lauter und lauter und dann versteht man mich wieder. Also das wäre vielleicht noch wichtig anzumerken. Und wenn wir gerade mal laufen von A nach B, dann halte ich während des Laufens auch die Klappe. Also zumindest offiziell. Also ich habe schon ein Interesse daran, dass das Ganze jetzt nicht 7 Stunden dauert. 6 und ein Viertel, das könnte mal passieren. 6 und eine halbe, das ist auch nicht auszuschließen. Ja, und bei sehr, sehr schlechtem Wetter, wenn wenig Fragen gestellt werden, weil den Leuten kalt ist und die Leute nach Hause wollen, ja, dann ist es auch schon vorgekommen, dass es sicherlich mal nach 5,5 Stunden schon zu Ende ist. Vielleicht auch schon nach 5. Ja. Also wenn es nur 5 Stunden gehen sollte, ist das, nur um mal rechtlich kurz darauf hinzuweisen, das ist kein Reklamationsgrund. Aber das ist einmal passiert, einmal. Ja, und ich habe inzwischen wirklich ein paar Touren gemacht. Da jetzt die Harztour neu ist, kann ich eben gerade bei der Harztour nicht genau sagen, wie lange das dauern wird. Rechnet also mal mit 5 bis 7, sowas um den Dreh. Ja? Dass ihr jetzt sagt, okay, wenn das Ganze 7 Stunden dauert, dann explodiert mein Gehirn. Dann ist es vielleicht nicht ganz so. Ja? Also, ich meine, ihr dürft natürlich trotzdem gerne mitkommen und wir fegen hinterher die Knochensplitter auf und Wald fegen. Nein. Es ist ja deswegen nicht mehr zu laufen, es ist dann halt nur mehr rumzustehen, insgesamt mehr Zeit auf den Beinen zu verbringen, das ist die körperliche Komponente des Ganzen, aber nee, das passiert eigentlich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich 7 Stunden brauche, kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen. Ich habe ursprünglich einmal behauptet, Führungen gingen 4 Stunden, dann habe ich gelernt, nee, in 4 Stunden, das kriege ich nicht hin,
Das kriege ich nicht hin. Da bin ich bei der Mittagspause. Ganz so schlimm ist auch nicht, aber ja. Gut, jedenfalls das zum Umfang der Tour. Schwierigkeitsgrad liegt dahingehend derzeit ein bisschen höher, als er das dann in späteren Jahren möglicherweise sein wird, weil es liegen im Harz hier und da aufgrund der Stürme vor circa 2 Monaten oder was gab es ja mal ordentlich Wind. Und da liegen jetzt noch umgestürzte Fichten in der Gegend rum. Und teilweise müssen wir mal über die eine oder andere, da wo es völlig ungefährlich ist, das muss man auch dazu sagen. Ja, grundsätzlich ist über umgestürzte Bäume klettern nicht ohne. Die können unter Spannung stehen und dann können sich da Spannungen entladen und dann tut man sich sehr, 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 sehr weh. Und ich habe schon ausgewählte Orte gesucht, wo man vielleicht mal über einen Baum drüber steigen muss, wo es aber eben harmlos ist, wo keinerlei Spannung da sein kann. Und, ne? Also ist nichts Gefährliches, man muss halt nur drüber stapfen. Und man muss das halt ja, ein Stück weit wollen. Dann gibt es Böden, die je nach Wetterlage, wenn wir super trocken haben, dann natürlich nicht. Wenn wir gerade gefrorene Böden haben, dann natürlich auch nicht. Aber ansonsten könnte schon sein, dass wir ziemlich matschige Schuhe bekommen könnten. Eben gerade wegen der vielen fehlenden Fichten im Harz sind viele Vorstraßen eben intensiv mit schweren Maschinen befahren worden, auch mit dem 45-Tonner, der dann hinterher das Holz wieder abgefahren hat. Vor allen Dingen der ist eben schwer und vor allen Dingen der hinterlässt dann eine ordentlich matschige Vorstraße. Das wird also nicht ganz vermeidbar sein, dass man auch über sowas mal laufen muss, nur damit ihr vorgewarnt seid. Also ihr werdet hinterher, je nachdem wie reinlich ihr seid, möglicherweise ein kleines bisschen Zeit mit Schuheputzen zubringen. Oder halt eben euer Auto einsauen, wenn ihr mit den dreckigen Schuhen direkt nach Hause fahrt. Nur damit ihr vorgewarnt seid. So, dann, das war glaube ich das Wesentliche Organisatorische, oder? Sonderfall dieser Tour, ja, ausnahmsweise wäre es übrigens theoretisch möglich für die Mittagspause, sich ein Gasköcherchen, Spiritusköcherchen, da müsste es aber ein sehr schneller Kochvorgang werden. Ja, die Mittagspause ist nicht allzu lang. Ich muss erzählen, wir können nicht ewig da rumhocken und gemütlich feschbaren, das kommt nicht in Frage. Ne? Ja, ihr zahlt ja dafür, dass ich euch was erzähle, nicht, dass wir einfach gemütlich rumhocken und feschbaren. Das können wir gratis machen, ne? Hinterher von mir aus. Noch eine Weile rumhocken und noch ein bisschen quatschen, das ist gar kein Problem. Aber da gäbe es jetzt ausnahmsweise für die Mittagspause mal eine Option, tatsächlich ein Flämmchen anzuzünden, um sich noch was Warmes zuzubereiten. Aber bitte wirklich was Kleines, ne? So eine Tasse heißes Wasser irgendwie. Was darüber hinausgeht, das dauert dann schon wieder zu lange. Ne? Aber wäre ausnahmsweise eine Option, das ist bei den anderen Führungen nicht so. Da gibt es keine Stelle, wo man das darf. Ja, das waren, glaube ich, die Rahmenorganisationsdinge. Anstiege sind lang. Es ist ein sehr langer Anstieg diesmal. Ein primärer, sehr langer Anstieg. Weniger kleine, kurze, steile Stücke, wie das bei den meisten anderen Touren der Fall ist. Hier ist es ein langer Anstieg. Dafür halt recht moderat. Ja? Nur, dass wir auch das nochmal kurz erklärt haben. Grundsätzlich ist es so, normale körperliche Fitness setze ich ja immer gerne voraus. Das bedeutet halbwegs brauchbare Kondition. Ne? Muss jetzt nicht Sportler sein, aber man sollte schon in der Lage sein, eben 10 Kilometer durch den Wald zu laufen, dabei ganz viel stehen zu bleiben und 6 bis schlimmstenfalls 7 Stunden auf den Beinen zu verbringen, ohne sich da dann jedes Mal wieder hinsetzen zu müssen. Natürlich kann man sich auch, während ich was erzähle, gerne mal kurz irgendwo auf den Baumstumpf setzen oder sowas. Überhaupt kein Problem, selbstverständlich. Aber ja, die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich stehend tatsächlich oder laufend verbringen. So. Ja, jetzt kommt der Flieger. So, Flieger ausreichend weit weg, hoffe ich. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Genau, zur Tour. Die Tour ist also ein Rundgang durch den Randbereich vom Harz. Da müssen wir jetzt noch kurz klären, wo in etwa findet das statt. Den genauen Ort verrate ich euch natürlich wie bei allen Touren erst nach erfolgter Anmeldung. Aber grob kann man sagen, im Ostharz. Sachsen-Anhalt, Ostharz. So. Das ist ein Gebiet, das ist gar nicht so riesig, das sollte, also wer da eine Ecke davon erreichen kann, kann die anderen Ecken auch erreichen. Drum ist das meiner Meinung nach konkret genug. So,
Und warum nicht im Hochharz? Na, da ist Nationalpark und im Nationalpark, die haben eigenes Personal. Da will ich mich überhaupt nicht mit den Leuten anlegen, gar nicht. Geschätzte Kollegen, überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, die haben eigenes Personal, die brauchen da niemanden von extern, keinen Freiberufler, der da irgendwie jetzt ganz komisches Zeug erzählt, mit dem sie nicht unbedingt zwingend fachlich einverstanden sein müssen. Drum geht man sich da am besten aus dem Weg. Ne? Und dann gibt es auch keinen Ärger. Nicht, dass ich irgendwelche fachlichen Differenzen mit dem Nationalpark Harz hätte, fällt mir keine einzige ein, aber sicher ist sicher. Und es ist einfach auch rechtlich, ist es halt so. So, dann, wo geht's lang? Ja, es ist ein großer Rundweg, eben einmal auf dem großen Berg Nuff und auf der anderen, ja nicht auf der anderen Seite runter, aber dann halt eben so ein bisschen hier so rum hoch und dann so rum runter und dann wieder so plus minus kreisförmig zurück zum Ausgangspunkt. Es geht weitestgehend durch Fichtenwälder und ehemalige Fichtenwälder. Wir haben aber, und das ist, war mir auch wichtig, drum ist die Route auch da, wo sie ist, auch Erlenbruchbereiche, zumindest fast Erlenbruchbereiche. Wir haben Buchenwälder, wir haben zum Teil auch sehr alte Buchenwälder. Wir haben Buchenwälder in verschiedenen Bewirtschaftungsstadien. Wir haben ein ganz kleines bisschen Eichenwald, was im Harz durchaus was ist, was gar nicht so häufig vorkommt. Wir haben natürliche Sukzessionsflächen im beginnenden Stadium, in etwas erweiterten Stadium, also wenn sich der Wald von selbst wieder vermehrt. Wir haben einige mutige Experimente, wo man eben versucht, mal mit ein bisschen alternativen Baumarten zu arbeiten, die man auch nicht unbedingt immer und überall im Harz antrifft und insgesamt also wirklich eine vergleichsweise hohe Vielfalt. Es gibt Touren, da kann ich euch noch mehr vielfältige Waldbilder zeigen, als jetzt es im Harz der Fall ist. Das liegt nun mal einfach daran, wo man ist. Ja? Das ist eine ganz tolle Gegend trotzdem. Der Harz ist ja ohnehin wunderschön, das muss ich niemandem erzählen, der da mal da gewesen ist. Und wer übrigens jetzt länger nicht mehr da war, da muss ich noch kurz dazu sagen, es ist nicht so schlimm. Ja? Also man hat vielleicht, wenn man Zeitung gelesen hat und jetzt wirklich eine Weile nicht mehr da war, hat man den Eindruck, da steht überhaupt kein Baum mehr. Da ist ganz, ganz furchtbar und da willst du nicht mehr hin. Da bist du nur am Heulen, wenn du dann nur über Kahlflächen läufst. Das mag kleinräumig sicherlich funktionieren. Also wer gerne nur über Kahlflächen laufen möchte, der kann das bestimmt tun. Aber da, wo wir unterwegs sind, da gibt es schon noch echt auch Wälder, die man, ja, den man eine Zukunft attestieren kann. Ja. Und es gibt übrigens sogar noch vorhandene Fichtenwälder, bei denen ich auch behaupten würde, dass die noch in 2-3 Jahren da sind. Das habe ich zwar im Siegerland auch mal gesagt und da sind sie weg, aber das war noch vor 2018. Also beziehungsweise um 2018. Da wusste man ja noch nicht, dass noch ein 2019 und ein 2020 hinterherkommt. Daher toi, toi, toi. Also noch sieht es so aus, als könnten wir uns da auch einen typischen Harzer Fichtenwald angucken, was wichtig ist. Ja, damit wir eben wissen, wo wir herkommen, wo wir vielleicht nicht mehr ganz hin zurück wollen, was aber trotzdem schön wäre, wenn man noch ein wenig was davon erhalten könnte. Ja, um es mal ein bisschen zu verklausulieren, damit ich nicht zu viel verrate. Ich möchte ja auch nicht genau sagen, worum es geht bei der Führung. Es soll ja auch ein gewisser Überraschungseffekt. Das ist für mich einfach immer schön, wenn dann die Leute auch ein bisschen überrascht sind. Soll ja dabei sein. Ja? Also die moderne Forstwirtschaft spielt auf jeden Fall eine größere Rolle. Die vergangene Forstwirtschaft werden wir mal analysieren, wie die funktioniert hat, warum sie funktioniert hat, warum sie ohne Reformen nicht mehr funktionieren wird. Jedenfalls nicht mehr gut. Ja? Mindestens das nicht. Und das gucken wir uns wirklich ziemlich genau an. Das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt der Tour. Nämlich, was tun wir denn plötzlich, wenn der Wald weg ist? Oder was wäre zu tun, wenn das Waldsterben, was ja durchaus jetzt stattgefunden hat, ob man es nun so nennen möchte oder nicht, einen gewissen Umfang hat es stattgefunden. Punkt. Und wird es noch weiterhin stattfinden. Auch das ist unabdingbar. Und unaufhaltsam vor allen Dingen. Ja, ist ja gut. Ja, ich hocke ich hier in eurem Revier oder was? Arrogante Vögel. Gut, jedenfalls, da wollen wir uns mal wirklich mit beschäftigen. Was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario? Und da ist jetzt zum Beispiel jetzt so eine Kahlfläche im Harz ein sehr gutes Beispiel, um eben ein bisschen Worst-Case-Szenario anzugucken und uns zu überlegen, was wäre denn, wenn wir davon noch viel mehr hätten. Und es ist ernst.
Ja, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr da freudestrahlend und im Wissen, dass es dem Wald ganz hervorragend geht, nach Hause fahren werdet. Das kann ich euch beim besten Willen nicht. Das ist nicht so. Ja, aber es gibt durchaus Ansätze, es gibt durchaus Optionen und ich glaube, man kann mit ein bisschen mehr Hoffnung durch die Wälder laufen, als diese vielen Kahlflächen, die es im Harz derzeit gibt, eigentlich bei einem emotional erzeugen, wenn man sich ein bisschen besser damit auskennt. Ja, und eine Möglichkeit, eben genau darüber was zu lernen, da gibt es viele Möglichkeiten, ein schönes Buch lesen, ja, ganz viel schlaue Videos auf YouTube gucken, von mir aus auch von anderen Leuten, ist ja nicht so, dass ich da der Einzige bin, der welche macht, studieren oder mit mir halt eben dann eine kleine Tour durch den Harz machen, eine kleine große Tour. Es werden auf jeden Fall jede Menge Informationen dabei sein. Ich bin inzwischen schon ziemlich überzeugt, dass ihr da angemessen berieselt werdet für euer Geld. Ja, Werbung, ich hasse Werbung. Ja, ich brauche mal irgendeinen tollen Werbespruch oder sowas. Nee, kriege ich nicht hin. Ja, kostet 30 Euro das Ganze. Ich denke, das ist ein fairer Preis, wenn man bedenkt, ja, deutlich kürzere Touren kosten einen Zehner. Meine ist ziemlich lang, kostet dann halt eben 30. Wir sind maximal 15 Leute. Maximal, das ist bei manchen Terminen sind die übrigens auch schon voll. Aber das ist trotzdem noch eine Gruppe, mit der man gut, das kann man gut managen. Ja? Also da kommt ihr nicht zu kurz. Ich hatte eigentlich noch nie schwierig. Also jeder, der eine Frage stellen möchte, kann die auch stellen. Ja? Das hat eigentlich immer funktioniert. Habe ich noch nie erlebt, dass ich da irgendwen am Ende noch hätte abwürgen müssen oder sonst wie, dass da keine Zeit mehr für Nachfragen gewesen wäre. Ist auch wichtig, ist auch für mich wichtig, macht mir viel mehr Spaß, wenn ihr Sachen fragt. So, und jetzt ist noch wichtig zu erwähnen, dadurch, dass das ja eine neue Tour ist, ist sie halt, die Route steht fest, ja, ein paar Punkte, an denen weiß ich auch schon, was ich erzählen möchte, aber es könnte passieren, dass ich unterwegs spontan einen Mistkäfer sehe und jetzt meine, oh, ein Mistkäfer, wisst ihr eigentlich das? Und dann geht's los. Ja, das ist so ein gewisser Risikofaktor. Ihr habt, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit auf die Siegen-Tour geht, ja, bei Siegen, ne, die ist nicht in Siegen, die ist auch ein ganzes Stückchen weit weg von Siegen, aber grob. Ja, das ist ja immer mit den Titeln, mit den Orten der Touren so, dass die nur so grob darauf hinweisen, wo in etwa das Ganze ist. Ja, die ist halt durchkonstruiert inzwischen. Ja, da habe ich ganz viele verschiedene Punkte, an denen ich halten kann. Ich halte nur bei 60% oder was. Wenn ich alle machen würde, ging es 8 Stunden. Und ich variiere da ein bisschen für mich. Ja? Das kriegt ihr ja nicht mit, aber in jedem Fall ist die Tour wirklich durchkonstruiert. Da gibt es auch einen roten Faden, der sich durchschlängelt, an dem ich immer mal wieder ein bisschen anschließe und auf den ich immer ein bisschen rumreite. Sowas habe ich im Harz wahrscheinlich noch nicht so richtig. Ja, wahrscheinlich kriege ich das noch nicht hundertprozentig hin, dass der rote Faden so ganz klar erkennbar ist. Ja, das heißt aber nicht, dass ihr nicht da trotzdem alles erzählt bekommt. Ja? Und einfach ein bisschen auf eine spontanere Art und Weise und vielleicht auch etwas mehr dialoglastig. Ja, nicht, dass ich jetzt in Siegen nur noch Monologe halte, auch da bitte gerne Frage stellen. Und, aber zur Not könnte ich auch da durchlaufen, ohne dass irgendwer was fragt und ich würde trotzdem eben meinen Monolog dann halt runterspulen. Aber ich bin froh, wenn ich das nicht muss, ganz, ganz froh. Und das habe ich im Harz noch gar nicht. Also ein gewisses Miteinander ja, ist Pflicht. Das ergibt sich sowieso meistens. Das Schöne ist ja dadurch, dass die Gruppen ja auch nur aus Leuten bestehen, ja, eigentlich ausschließlich aus Leuten bestehen, die mich zumindest mal so grob kennen und so grob ungefähr wissen, was sie sich da antun. Ja? das zieht eine gewisse Sorte Mensch an. Und die vertragen sich untereinander meistens auch ganz gut. Ja, so erfahrungsgemäß. Also vielleicht auch das noch so als kleine Ergänzung. So, noch ein bisschen was zur Route. Wir haben Geologie mit drin. Der Harz ist eine sehr, sehr komplizierte Geologie. Da gibt es alle möglichen Schichten. Über verschiedene variskisches Grundgebirge hat sich da erstmal gebildet. Dann haben wir ein kleines bisschen alle möglichen Gesteine mit drin. Dann haben wir natürlich wieder Quartäre, Sedimente und. Und der Brocken selber sowieso auch nochmal super kompliziert. Ja, beziehungsweise eigentlich nicht. Der ist nur ein Plutonit. Ja, ein Pluton. Ja, wurscht. Ja, jedenfalls, das ist alles schon ziemlich kompliziert. Da, wo wir uns bewegen, ist eine recht einfache Geologie. Und das ist sehr gut, weil da hat man so einen kleinen Einstieg in die Geologie des Harzes. Nimmt das Gebiet, wo
wir unterwegs sind, so quasi als Basis und kann dann im eigenen Erkunden vom Harz, wenn man das vorhat, falls man sich noch eine Wandernadel verdienen möchte oder solche Späße, dann kann man im eigenen Erkunden sich eben auch ein bisschen selbstständig, ich gebe da noch ein paar Tools mit auf den Weg, also Gedankentools, ne? nicht ein Hammer und ein Meißel oder sowas nicht, aber ja, einfach so ein paar Ansätze zum Entdecken und zum Erkennen der Geologie des Harzes und auch den unterschiedlichen Geologien des Harzes, wie die auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Wald haben können. Darüber wollen wir zumindest mal ein bisschen sprechen. Teilweise sehen wir es auch. Wir kommen noch ein bisschen an einigen Stauseen vorbei. Der Harz ist ja geprägt von jede Menge Stauseen. Was es mit denen auf sich hat, welche Auswirkungen die auf den Wald haben, wird ein bisschen Thema sein. Generell einfach die historische Bewirtschaftung des Harzes als Bergbaugebiet. Was stellt das mit dem Wald an? Was hat das für langfristige Folgen? Da kann man sich noch ein bisschen Gedanken machen. Die Jagd, die ist ein großes Thema. Das Rotwild wird ein großes Thema sein, weil das die erste Führung in einem Rotwildgebiet ist, die ich mache. Müssen wir unbedingt über das Rotwild reden. Das Rotwild, erstens mal unser größtes heimisches Landsäugetier. Das größte heimische Säugetier ist der Seehund übrigens. Ja, darum muss man Landsäugetier dazu sagen, wenn man vom Rotwild spricht. Und faszinierende Tierart, sie hat ihre Probleme und die sind fast alle menschgemacht, wie so oft. Ja. Fichtenwälder habe ich schon erwähnt, ne? Buchenwälder haben wir. Wir haben ein bisschen moorige Standorte. Ich hoffe, da kommen wir hin bis dahin, dass das mit den Wegen funktioniert. Ich hatte ja schon gesagt, es sind ein paar Bäume umgefallen. Drum ein bisschen Flexibilität, was die Routenführung angeht. Kann sein, dass die notwendig ist. Kann ich nicht versprechen. Das sind so Sachen, für die kann ich einfach nichts. Ne? Wenn der Wald die Bäume umschmeißt, der Wind die Bäume umschmeißt, ich kann sie wieder hinstellen, aber die fallen nochmal um. Und ich bräuchte einen Bagger. Ja, und dann beschäftigen wir uns natürlich auch noch ein ganz kleines bisschen mit historischen Gegebenheiten, auch mit dem Einfluss, den der Mensch direkt auf den Wald ausgeübt hat. Und was passiert, also auch jetzt absichtlich kryptisch formuliert, was passiert, wenn dieser Einfluss plötzlich endet und die Spuren dieses Einflusses langsam zerfallen? Sehr kryptisch, ne? Ist ein Themenpunkt, der wird vielleicht nicht jedem gefallen. Meine Frau hat da zum Beispiel gar keine Freude dran gehabt. Andere Leute werden sicherlich ziemlich begeistert sein. Und schlimmstenfalls kann man ja einfach dann ein Stückchen vorgehen und dann kommt der Rest der Gruppe hinterher, falls einem jetzt dieser spezielle Exkursionspunkt gar nicht gefällt. Ja, super kryptisch, ich weiß. Aber mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Ja, ich denke, das langt auch. Also es ist eine vielseitige Sache. Es hat halt eben diesen Schwerpunkt, dass wir uns wirklich auch viel für eine Bennentour werden wir uns relativ viel ohne Bäume, auf einer Fläche ohne Bäume aufhalten. Ja? Einfach weil es halt große Kahlflächen gibt. Die sind da, die kann ich nicht ignorieren. Davon abgesehen, dass es rein logistisch nicht funktioniert, ohne oder über eine Kahlfläche zu laufen, kommst du derzeit nirgendwo hin. Aber sie sind auch interessant. Sie sind definitiv auch interessant und. Würde mich freuen, falls noch jemand Lust hat. Termine findet ihr unten. In der Videobeschreibung entweder da drin oder halt eben den Link zu meiner Homepage, da steht es ganz konkret, da steht auch, wenn irgendwas ausgebucht ist, falls was ausgebucht ist und ja, so in die Richtung. Ne? Dann möchte ich noch kurz noch gerne darauf hinweisen, die anderen zwei Führungen, öffentliche Führungen dieses Jahr sind ja noch die Siegengeschichte, die hatte ich ja eben schon erwähnt, das ist halt die ich schon am längsten mache. Ist eine tolle Tour. Ist wirklich eine tolle Tour. Also wer die noch nicht gemacht hat und wer einigermaßen in der Nähe wohnt, dem kann ich die nur wirklich ans Herz legen. Einziger Haken, die ist halt ein bisschen lang, sind insgesamt 14 Kilometer. Das liegt daran, dass man den Treffpunkt, das sind erstmal 2 Kilometer bis zum Treffpunkt, dann mache man eine 10 Kilometer Runde und dann muss man vom Treffpunkt nochmal zurück zum Parkplatz. Das macht das Ganze ein bisschen länger. Allerdings diese 4 Kilometer, also die 2 Kilometer zum Treffpunkt und die 2 Kilometer vom Treffpunkt, die kann man zur Not auch ganz langsam laufen. Ja, da kommt es nicht drauf an. Oder man rennt sie. Kann man auch machen, wenn man sehr fit ist. kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Bin auch echt stolz drauf, dass ich diese Route so zusammengefunden habe, dass ich die so entdeckt habe. Das war plus minus Zufall, da habe ich einfach Glück gehabt. Das ist von der Route her wirklich, bin ich da ganz glücklich mit. So, und dann wäre da noch die Kalftour zu erwähnen. Die liegt halt leider nun mal im Südwesten. Das ist halt nicht ganz einfach. Ja? Wer nicht im Südwesten wohnt, der hat automatisch eine relativ lange Anreise. Das ist mal klar, dass das für viele Leute nicht in Frage kommt. Trotzdem auch die Kalftour. Das ist ein ganz, ganz besonderer Wald. Ja? Das, was man im Harz jetzt bräuchte, damit
damit man da auch eine zukunftsfähige Forstwirtschaft hinbekommt. Was man da großflächig super gerne hätte, in Anführungszeichen. Das gibt's in Calw. Also wer sich das mal angucken möchte, wie ein 100% zukunftsfähiger Nadelwald ausschaut oder Nadelwald-dominierter Wald, sage ich jetzt mal. Ja? Da gibt es auch schon Laubbäume, keine Sorge. Aber ja, wie man eben mit einem auch forstwirtschaftlich hochinteressanten Bauholz liefernden, für den Klimaschutz ja ein großes Thema, wie man mit so einem Wald umgehen kann und den noch sehr, sehr, sehr naturnah bewirtschaftet. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Ja, das ist also ein maximal auf, dass du überhaupt noch Geld mit verdienen kannst, ja, aber dann aber auch größtes Augenmerk auf eine naturschonende Bewirtschaftungsform. Ja, also ist es ein Bio-Wald sozusagen, Bio-Holz, ja, Bio-Label drauf. Außerdem haben wir noch ein wunderbares Bachtal, ein sehr, sehr schönes Bachtal, sehr, sehr reich an Mikrostandorten, Kleinstlebensräumen mit einer sehr hohen Biodiversität an Farnen und Moosen und Flechten. Und also das sieht schon wirklich toll aus. Wenn es regnet, besonders empfehlenswert, dann ist es da wunderschön. Ja, man wird zwar nass, aber es ist da wunderschön. Und auch da machen wir dann nochmal einen Abstecher in die Geologie. Eine andere Geologie als die bei den anderen Touren. Ich mache nicht zwei Touren auf dem gleichen Gestein, das ist ja langweilig, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Irgendwann muss ich das wahrscheinlich mal machen, aber solange ich es vermeiden kann, machen wir das nicht. Und drum eben eine andere Geologie, die ist auch viel besser anguckbar als auf den anderen Touren, weil man so richtig schön durchkriechen kann. Also das kann man im Harz übrigens auch. Im Harz gibt es auch Geologie zum Anfassen und zum Draufklettern und zum Reinkriechen, wenn man das dann will. Und wer stecken bleibt, ich hole ihn nicht wieder raus. Ja, Auch die Calw-Führung kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Da spielen übrigens auch Tiere, wenn wir sie nicht sehen, dann mehr in der Theorie. Wenn wir sie sehen, dann selbstverständlich auch in der Praxis. Aber das kann man nie garantieren, dass welche da sind. Ne? Selbst wenn man möglicherweise welche hinter einem Zaun zur Verfügung hat, auch die können sich verstecken. Das ist das Gute an guter Tierhaltung, in Anführungszeichen, im Wald. Die haben viel Platz, die haben Rückzugsmöglichkeiten. Wenn sie keine Lust haben auf Touristen, dann siehst du sie halt nicht. Ja? Also das ist immer das Risiko, das damit einhergeht. Aber Tiere spielen auch eine größere Rolle. Hab schon mehrfach was zur Calw-Tour erzählt. Würde mich freuen, wenn da noch vielleicht jemand mit möchte. Ich mache sie auch gerne in kleineren Gruppen, wenn es dann sein soll. Aber freuen würde ich mich auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich da weniger weit zu fahren habe, kostet die nur 25 Euro. Oh, Wahnsinn. Ja, aber trotzdem. Gut. Ja, das wäre es im Grunde gewesen. Das war dann mein Werbeblock zu den jetzt auch dann wirklich demnächst losgehenden Führungen. Und ja, irgendwann kommt nochmal ein Werbeblock, wenn dann die nächsten Termine anstehen. Aber jetzt ist die Führungssaison startet für mich jetzt in 2 Wochen und dann aber auch volle Kanne. Und ich gucke trotzdem, dass ich natürlich noch Videos produziere, keine Sorge. Aber dann bin ich beschäftigt. Also bin ich jetzt auch, aber dann bin ich sehr, sehr beschäftigt. Bedanke mich. Vielleicht sieht man sich ja dann eines Tages im Wald und ja, macht's gut. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Selbstwerbung angucken. Freue ich mich sehr und ja, tschüss.